Ihr kennt das sicherlich. Da hat man mal Langeweile, Bock auf was Neues und entdeckt durch Zufall auch ein Spiel, von welchem man irgendwie mal gemeint hat, etwas gehört zu haben. Und was soll ich sagen? Es passiert das, was gerne und oft passiert. Man verliebt sich in dieses Spiel. Beispiel Ashen. Seit wenigen Tagen ist Ashen für die Xbox One und den PC verfügbar und falls ihr jetzt auf Steam schaut und euch wundert, ey, Moment mal, das Spiel ist doch gar nicht verfügbar, was willst du von mir? Ja, Ashen ist exklusiv über den Epic Game Store verfügbar. Jaja, liebe Leute, und so beginnt es. Ashen ist dabei aber nur zeitexklusiv, denn Epic hat gut Kohle in die Hand genommen, damit das Spiel für die nächsten Monate nicht auf Steam oder in dem Windows 10 Store verfügbar sein kann. Das alleine soll aber nicht über die Qualität von Ashen hinwegtäuschen, denn das Ding ist hervorragend. Für all jene, die Dark Souls bzw. Demon's Souls gespielt haben, die werden eigentlich das Gameplay direkt wiedererkennen, denn ja, es ist inspiriert oder, ach komm, seien wir mal ehrlich, es ist kopiert oder sagen wir mal das nette Wort, es ist adaptiert. Ashen ist ein Dark Souls-Klon. Allerdings mit einer ganz eigenen Note. Das beginnt schon bei der Optik. Hier ist alles in einem wunderschönen Look getrimmt, der so ein bisschen Cell-Shading erinnert, aber eigentlich das gar nicht ist. Der ist ein eigener Stil und er ist sehr, sehr schön eingefangen. Ansonsten gilt, ihr seid in einer offenen Spielwelt, das Kampfsystem ist fordernd und ihr müsst viel ausweichen und ja, 3-4 Schläge von Gegnern und ihr seid auch tot. Schwierigkeitsgrade gibt es nicht. Entweder ihr kämpft ordentlich und lernt halt auch die Kampftechniken oder ihr verkackt halt. Ashen erzählt dabei auch eine nette kleine Geschichte, die aber, wie wir finden, am Anfang noch nicht so wirklich überzeugen kann. Es geht um das mysteriöse Ashen und wie es dann die ganze Welt wieder bevölkern oder wieder beleben kann. Wie auch immer sich das jetzt so, ja, wir haben noch nicht lang genug gespielt, um wirklich die Story zu verstehen. Da sind wir mal ganz ehrlich. Aber die Story, die ist auch relativ egal. Denn das, was Ashen richtig gut macht, ist das Gameplay. Wie schon erwähnt, das Ganze orientiert sich an Dark Souls. Und das ist erstmal auch was Gutes, insofern man natürlich dieses Gameplay mag. Wenn man das Gameplay nicht mag, dann sollte man einen gigantischen Bogen um Ashen drumherum machen. Dark Souls Gameplay bedeutet, ihr kämpft relativ viel und das müsst ihr auch beherrschen. Eure Angriffe verbrauchen Stamina und auch euer Blocken und Ausweichen, das verbraucht ebenfalls Stamina. Und ihr müsst selbstverständlich viel ausweichen und viel blocken bzw. die Angriffsmuster der Gegner kennen und auskundschaften bzw. aus, naja, manövrieren, auskontern ist das bessere Wort. Denn wenn ihr einfach nur drauf losschlagt und drauf los rumrollt, dann werdet ihr sehr schnell ins Gras beißen. Und wie auch bei Dark Souls bedeutet ins Gras beißen, ihr verliert all euer Zeug, was ihr bis dahin gesammelt habt. Und das ist etwas ärgerlich. Selbstverständlich gibt es auch Speichersteine, aber wenn ihr halt dazwischen sterbt oder verreckt, dann ist erstmal alles weg. Selbstverständlich könnt ihr aber eure Überbleibsel wiederfinden, und zwar an dem Ort, wo ihr auch gestorben seid, und alles wieder einsammeln. Bedeutet allerdings auch, dass ihr da erstmal wieder hinkommen müsst, und das kann hier und da auch mal ein Problem bzw. eine Herausforderung sein. Was Ashen neben der Optik noch besonders macht, ist der Koop-Modus, denn das Spiel ist darauf ausgelegt, dass ihr es zu zweit spielt. Wenn ihr keine Freunde habt, dann habt ihr zwei Optionen. Entweder ihr lasst einen computergesteuerten Mitstreiter an eurer Seite platzieren oder, naja, ihr findet irgendjemanden im Internet, der mit euch spielen möchte. Hoffentlich kann der dann auch was. Wir empfehlen allerdings, spielt Ashen zusammen. Denn nur dann kann es auch richtig überzeugen, denn an manchen Stellen wird es sonst ziemlich schwer. Gerade bei den Bossgegnern braucht ihr eine helfende Hand, ansonsten kann das Ganze auch schnell mit Frust enden. Wobei man hier auch fairerweise sagen sollte, die CPU-Kontrahenten und die CPU-Mitstreiter, die sind nicht dumm. Die helfen euch auch bzw. die kämpfen auch ordentlich mit. Also wer hier Angst vor der KI hat, keine Sorge, das geht. Dennoch merkt man halt, Ashen ist auf den Koop ausgelegt. Um euren Charakter zu verbessern, müsst ihr nicht nach und nach aufleveln, sondern ihr müsst mit der Währung, die ihr durch besiegte Gegner erhaltet, nach und nach eure Ausrüstung selber zusammenschmieden bzw. diese dann auch verbessern. Das heißt also, ihr levelt nicht euren Charakter auf, sondern ihr verbessert die Ausrüstung. Und dadurch könnt ihr dann nach und nach auch stärkere Gegner besiegen,
insofern ihr natürlich dann auch das nötige Talent habt. Denn wenn Ashen eine Sache direkt euch in die Fresse schmeißt, dann ist es: Hey, ich bin hier ein schwieriges Spiel, wenn du keinen Bock drauf hast, verpiss dich. Ashen hat keine wirkliche Lernkurve am Anfang. Das Tutorial ist sehr, naja, sagen wir mal, sehr simpel gehalten. Wenn ihr also noch nie ein Spiel wie Dark Souls oder so gespielt habt, dann kann es am Anfang eine sehr, sehr schwierige Sache sein, in das Spiel reinzukommen. Oder anders gesagt, ihr müsst wirklich Zähne zusammenbeißen und euch reinkämpfen. Ashen erklärt nicht viel. Es erklärt grundsätzlich nur die ganz, ganz rudimentären Mechaniken und dann lässt es euch relativ alleine. Die Story nimmt euch zwar grundsätzlich an die Hand und führt euch auch an neue Orte, wie das Spiel aber wirklich funktioniert und wie ihr welche Kampftechniken nutzt, am besten auch gegen welchen Gegner, das müsst ihr selber rausfinden. Und die Gegner, die gehen auch nicht sehr zimperlich mit euch um. Sie verfolgen euch sehr, sehr lange und sie haben hier und da auch einen Hinterhalt. Noch dazu kommt das alte Prinzip: Wenn ihr einmal speichert bzw. an den Speichersteinen seid und da generell euren Fortschritt einmal absichert, dann wird die Welt auch grundsätzlich zurückgesetzt. Das heißt, es lohnt sich also nicht, irgendwie 5 Gegner zu besiegen, zurückzulaufen, dann einmal zu speichern, euch aufzuheilen am Lager und dann wieder weiterzulaufen, denn ihr müsst dann wieder von vorne anfangen, also mit den besiegten Gegnern. Das ist ein System, was man aus Dark Souls kennt. Das ist nicht nett, aber sehr fordernd. Und so kämpft ihr euch in Ashen vorwärts und verbessert euren Charakter immer weiter. Natürlich gibt es viele verschiedene Gegner, viele verschiedene Bossgegner und auch Dungeons, die ihr nach und nach erkunden könnt. Im Grunde ist das aber alles, was Ashen bietet, aber das war ja bei Dark Souls nicht anders. Der Reiz am Spiel entsteht durch den Fortschritt, den ihr mit eurem Charakter macht und so in neue Gebiete einreisen könnt bzw. auch neue Gegner überhaupt erst besiegen könnt. Denn theoretisch könnt ihr direkt am Anfang des Spiels bis ans Ende aller Welt laufen. Die Problematik ist, die Gegner werden halt immer stärker und stärker. Dieser Fortschritt und diesen Ehrgeiz, den müsst ihr haben und den müsst ihr auch entwickeln. Dann ist Ashen ein hervorragendes Spiel, welches euch auch viele Stunden unterhalten wird. Wer darauf allerdings keinen Bock hat und auch schon bei Dark Souls sich dachte, oh, das ist mir alles viel zu viel Arbeit, ja, der braucht sich das Ding nicht anschauen. Wir haben bisher knapp 5 Stunden gespielt und sind hellauf begeistert. Ob das Spiel 30 bis 40 Euro wert ist, das können wir euch erst in einer abschließenden Review erzählen und die benötigt noch einige Tage. Bis dahin können wir nur sagen, wer das Gameplay von Dark Souls mochte oder generell auch kein Schiss hat vor großen Herausforderungen und auch mit der Optik von Ashen etwas anfangen kann, der sollte sofort zugreifen. Kleiner Tipp übrigens für alle Xbox-Spieler, das Ding ist direkt auch im Game Pass. Das heißt, wer einfach mal den Game Pass für 1 Euro ausprobieren möchte im ersten Monat, der kann ohne Probleme dann auch Ashen ausprobieren und muss nicht direkt 40 Flocken auf den Tisch ballern.